Es ist wirklich kein schönes Gefühl, wenn man ausgeschlossen wird. Da hast du recht, das gefällt niemandem. Ach, hallo, da seid ihr ja. Die Kinder fühlen sich heute etwas ausgeschlossen. Ist euch das auch schon mal passiert? Wollt ihr wissen, wie wir damit umgehen? Dann bleibt dran. Ach, habt ihr uns eigentlich schon abonniert? Das solltet ihr nicht vergessen, denn wir haben die schönen Geschichten für Kleine und Große. Also, bis gleich. Mama, kann Mia heute zum Spielen kommen? Von mir aus schon, aber draußen ist es so nass, ihr müsst dann in deinem Zimmer spielen. Wer kommt heute? Mia? Au ja, da kann ich ihr meine Eisenbahn zeigen. Vielleicht können wir dann auch Ritter spielen. Mal sehen. Ach, hallo Mia. Kinder, euer Besuch ist da. Komm rein, Mia. Die beiden sind oben in ihren Zimmern. Du kannst gerne hochgehen. Ja, danke, Frau Jäger. Das mache ich. Wollen wir ein Puzzle machen? Hallo, Mia. Hallo, Julius. Soll ich dir mal meine Eisenbahn zeigen? Nein, Julius, jetzt nicht. Mia und ich wollten ein Puzzle machen. Ich schaue sie mir später an, Julius, okay? Okay, was puzzeln wir denn? Ich habe da ein tolles mit Dinosauriern. Nein, wir puzzeln mein Einhorn-Puzzle. Aber das ist langweilig. Musst ja nicht mitmachen. Nanu, Julius, wieso bist du denn hier? Ich dachte, ihr spielt oben. Die spielen was Blödes, da will ich nicht mitspielen. Dann bleib doch hier bei uns unten. Das ist aber langweilig. Dann frag doch einfach mal, ob sie jetzt was anderes spielen möchten. Wollen wir mit den Prinzessinnen ins Schloss spielen? Oh ja, darf ich der Prinz sein? Dann bin ich der Ritter, der die Prinzessin beschützt. Aber das macht doch schon der Prinz. Der Ritter passt da gar nicht rein, Julius. Ich will aber auch mitspielen. Du kannst ja das Schwert spielen. Das ist aber total blöd. Ihr seid gemein. Die spielen einfach nicht mit mir. Dann spielst du halt einfach was hier mit uns. Wie wäre es mit Uno oder Elva raus? Ich will aber lieber mit denen spielen. Die sind so gemein. Ach Schätzchen, fühlst du dich etwa ausgeschlossen? Ja, das ist kein schönes Gefühl. Hast du eine Idee, was ich machen kann? Willst du vielleicht rüber zu Julian gehen und mit ihm spielen? Au ja, das mache ich. Sollen Jule und Mia ihren blöden Kram alleine spielen? Weißt du was? Jetzt bräuchten wir echt dringend den Ritter. Ja, stimmt, warte, ich hole Julius. Sollen wir mit dem Ball spielen? Au ja, Fußball vielleicht? Kann ich mitspielen? Nee, Clara, dafür bist du viel zu klein. Bin ich gar nicht. Ich bin fast so groß wie Julius. Aber wir wollen alleine spielen, also lass uns in Ruhe. Ihr seid gemein, das sage ich, Mama. Petze. Julius ist rüber zu Julian gegangen. Aber warum das denn? Er wollte doch mitspielen. Ja, aber ihr habt ihn wohl eine ganze Weile lang ausgeschlossen. Da war er ganz traurig. Oh, das wollten wir gar nicht. Was machen wir denn jetzt? Irgendwie tut mir Clara leid. Wieso? Weil wir sie nicht mitspielen lassen. Hallo Jungs, sagt mal, warum ist Clara denn weinend reingelaufen? Die wollte mitspielen. Und? Wir haben sie weggeschickt. Das ist aber nicht sehr nett. Ja, das stimmt. Sie fühlt sich jetzt bestimmt ausgeschlossen. Ja, das tut sie bestimmt. Das ist kein schönes Gefühl. Ich weiß,
So habe ich mich eben auch gefühlt zu Hause. Das wollte ich nicht. Was machen wir denn jetzt? Ihr könntet rüber zu Julian gehen und euch bei Julius entschuldigen. Ja, unbedingt. Das machen wir. Komm mit mir. Und vielleicht könnt ihr ja alle zusammen was spielen. Entschuldigung, Clara. Wir wollten dich nicht ausschließen. Spielst du mit uns mit dem Ball? Entschuldigung angenommen. Was spielen wir denn? Fußball? Zu dritt? Ich weiß nicht. Hey, da vorne kommen Jule und Mia. Wir wollten uns bei dir entschuldigen, Julius. Wir wollten dich nicht ausschließen. Ich verzeihe euch, aber unter einer Bedingung. Und die wäre? Ihr müsst mit Fußball spielen. Ja, okay. Clara spielt bei uns mit im Team. Euch machen wir doch ganz einfach platt. Wie ich sehe, habt ihr euch vertragen? Ja, und nochmal sorry, Julius. Es muss ein blödes Gefühl gewesen sein. Das war es. Kommt nicht wieder vor. Wollen wir morgen wieder zu Julian und Fußball spielen? Auf jeden Fall. Mit allen zusammen macht es am meisten Spaß.